Herzlich willkommen in der Kunstkammer. Ich zeige euch heute mal meinen Lieblingsmalstil. Ich bin ja keine Malerin. Ich wollte allerdings immer Malerin werden, als ich ein kleines Mädchen war. Ja, da habe ich sehr gerne gemalt. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist mir immer zu langwierig. Das dauert immer so lange, so ein schönes, richtig schönes Bild zu malen. Dann habe ich umgesattelt und bin Fotografin geworden. Geht einfach schneller, mit einem Klick hat man alles drauf. Malen tue ich trotzdem gerne. Aber am liebsten tue ich mit Farbe experimentieren, sage ich mal. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich hier mache. Das ist eine übrig gebliebene Palette. Da hat jemand gemalt, hat eine Menge Farbe übrig gelassen. Ich bin Meister im Improvisieren und im Reste verwerten. Da habe ich ein paar schöne Farben. Rot, Ocker, Blau, Weiß, Braun. Braun mache ich erstmal weg. Braun mag ich einfach nicht besonders. Nicht als Farbe und auch sonst nicht. Kann man verstehen. Also, wir arbeiten ohne Braun. Ich habe diese wunderschöne Einwegpalette. Das sind so ganz dünne Papiere und das ist natürlich ideal für einen Malkurs. So. Und hier habe ich schon mein Blatt vorbereitet. Ich nehme also die Palette mit den schönen Farben. Bam, klatscht die richtig schön aufs Blatt. Und jetzt eine Umdrehung. Und fertig ist das Kunstwerk. Gefällt mir. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Tschüss. Der Traum der Waschmaschine beim Weichspülgang. Ist leider unverkäuflich. Es gefällt mir so gut, das hänge ich mir selber auf.